Die Ärzte sagten, in die Grundschule wird er wohl nie kommen. Aber er kam in die Grundschule. Dann sagten die Ärzte, die Oberstufe, nein, die erreicht er wohl nicht. Aber er erreichte die Oberstufe. Und später sagten die Ärzte, seinen Abschluss, den wird er nicht mehr schaffen. Aber er schloss mit Bestnoten ab. Eigentlich müsste ich längst tot sein, sagt er und hat seine Lebensgeschichte in einem Buch aufgeschrieben. Ich freue mich, dass er lebt und heute mein Gast ist. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen, Markus Henny. Um das zu verstehen, der Grund, warum die Ärzte dir so eine düstere Prognose eigentlich immer wieder gegeben haben, ist, dass du an Mukoviszidose leidest. Genau. Das ist eine angeborene Stoffwechselstörung, die bisher nicht heilbar ist. Mhm. Und die Ärzte haben eigentlich gedacht, weil die Lebenserwartung noch vor Jahren eher niedriger war, der Junge schafft's nicht weit. Du hast dich irgendwann mal entschieden, offen damit umzugehen, was ich sehr mutig finde. Wie kam das? Das brauchte viele Jahre. Also ich zweifelte lange Zeit durch die ganze Pubertätphase an meinem Schicksal. Und dass ich immer wieder ins Spital muss, immer wieder diese Rückschläge erlitten habe. Und ich verbrachte auch ungefähr 3 Jahre meines Lebens im Spital. Aber nicht am Stück? Nein, immer wieder. Immer wieder. Das sind immer so Abschnitte so von 2 Wochen. So. Mhm. Da braucht man so intravenös, also über die Venen, Antibiotika. Mhm. Und ja, das dauert jeweils 2 Wochen. Mhm. Ja, wie es dazu gekommen ist, dass ich offen wurde, ist eigentlich, dass sich die Situation einmal zugespitzt hat. Inwiefern? Und ich mir versucht habe, das Leben zu nehmen. Mhm. Und ab diesem Moment an hat sich wie etwas geändert in meinem Dasein, also in meinen Gedanken. Und zwar war ich von diesem Moment an fürs Leben. Mhm. Und akzeptierte, ist vielleicht das falsche Wort, aber ich nahm die Krankheit so an, dass ich sagte, ich will das Beste daraus machen. Und ein Suizid darf nie mehr ein Thema sein. Mhm. Und das war es bis jetzt auch nicht mehr. Das heißt, das war sehr knapp? Du wärst wirklich fast gestorben? Ja, das war so. Also ich bin immer lebensbejahend gewesen zwar und immer so eher optimistisch und der Scherzemacher und so, auch in der Schule. Aber ja, es kamen immer wieder Momente in diesen Tiefs, wo es mir schlecht ging, wo ich nicht mehr in die Schule kam, wo es keine Perspektiven mehr gab in meinem Leben oder so, dass ich an diesem Punkt anstand und mich fragte, warum mache ich das noch? Mhm. Und ja, heute sehe ich das viel anders, dass ich sage, ja, meine Krankheit soll auch für andere Menschen etwas Gutes hervorbringen, dass es ihnen vielleicht im Leben etwas aufzeigen darf, etwas sein kann, ja, was sie auch etwas erkennen können, dass vielleicht die Karriere oder irgendwie etwas anderes nicht alles ist. Es ist ein sehr großes Ziel. Ja, ja. Definitiv. Auf jeden Fall. Dass man das so richtig verstehen kann, was hat die Krankheit für dich und deine Familie bedeutet? Man muss dazu sagen, du hast 3 Geschwister. Mhm. Deine Schwester hat nicht Mukoviszidose und deine 2 Brüder sind aber auch erkrankt. Ja, das ist so. Das heißt, was bedeutet das für deine Familie? Oder was hat das bedeutet, eigentlich mehrere Kinder zu haben, die mit dem Tod gekämpft haben? Es war vor allem, als wir Kleinkinder waren, für die Eltern extrem aufwendig, weil mit Mukoviszidose muss man jeden Morgen und Abend je 1 Stunde Atemtherapie machen, Inhalationen, die die Bronchien öffnen, Atemübungen, die die Atemwege reinigen, von Sekret befreien und auch die Muskulatur, also stärken. Und auch Antibiotika inhalieren, die Entzündungen hemmen oder verringern. Und auch Medikamente schlucken, also da kommen bis zu 25 Tabletten im Tag dazu und ein reduzierter Energiehaushalt. Und ja, wie Nebenwirkungen kommen auch noch irgendwie
Überempfindlichkeit gegenüber der Sonne zum Beispiel. Und das war bei meinen Eltern natürlich in dreifacher Dosis so, mit drei betroffenen Kindern. Und das war sehr anstrengend. Und auch, wie du jetzt vorhin gesagt hast, waren die Lebenserwartungen nie sehr rosig. Mhm. Und die Ärzte schilderten das meinen Eltern auch nie wirklich positiv. Konnten sie zu dieser Zeit auch nicht. Mhm. Und so ist es oft, als ich als Kleinkind im Spital war, man wird dann in 2-3 Tagen sehen, ob er den Berg schafft. Mhm. Oder in der Lehre, geh es vielleicht etwas lockerer an, die Abschlussprüfung wirst du wahrscheinlich nicht mehr erleben. Mhm. Ja, solche Sachen. Mhm. Und heute ist man da schon optimistischer, nicht nur wegen dem medizinischen Fortschritt, sondern auch, weil man nicht mehr so Prognosen stellt. Mhm. Ja. Aber es ist eine große seelische Belastung auch für die ganze Familie. Für euch als Kinder sicherlich, irgendwo fast abgeschrieben zu sein. Wie hat sich das angefühlt? Hast du das so wahrgenommen als kleiner Knirps? Nein, diese Prognosen habe ich mir nicht so zu Herzen genommen. Das war für meinen älteren Bruder und meine Eltern war das viel, viel schlimmer zu nehmen. Mhm. Weil ich als Kind musste mir ja da nicht so viel Gedanken machen. Aber meine Eltern mussten immer organisieren, schauen, was kann man am besten machen. Und mussten sich Zeit und Energie freischaufeln, damit sie mit mir Therapie machen konnten, weil mit dieser steht oder fällt eigentlich alles. Mhm. Ja, und das Verständnis von Menschen zu erlangen, ist natürlich auch schwierig. Vom Umfeld meinst du? Ja, zum Beispiel sehr wichtig, Menschen, die an Mukoviszidose leiden, die haben eine reduzierter Energiehaushalt. Mhm. Und man sieht mir jetzt nicht unbedingt auf den ersten Blick an, dass ich an einer solchen Erbkrankheit leide. Aber trotzdem ist es so, wie wenn jemand eine Grippe hat oder verschnupft ist oder so erkältet hat, immer so Husten, Stirnhöhlenkatarr oder irgendetwas, was einem extrem bremst, was einem Energie raubt. Und was sehr mühsam ist, so durch den Tag zu gehen, weil man immer wieder müde ist, nicht mag, keine Motivation, keinen Schub mehr hat. Und solche Tage erlebe ich mindestens 1 oder 2 in der Woche. Und auch normal sind die Tage natürlich reduziert. Mhm. Ja, und das ist schon schwierig, dieses Verständnis rüberzubringen, zu zeigen, ich habe eine Krankheit, mein Abwehrsystem läuft andauernd auf 100%. Und ich habe nicht so viel Energie, auch wenn ich jetzt zufrieden und prosper vor dir sitze. Was ich sehr schön finde. Ja. Wie gehst du heute damit um? Du sagst, das Verständnis zu bekommen ist manchmal schwierig, so in deinem Umfeld mit Freunden. Familie ist klar, die sind damit aufgewachsen, die haben euch unterstützt, sehr, sehr viel eingesetzt. Aber wenn du zum Beispiel jemanden neu kennenlernst, irgendwo in der Kirchengemeinde oder im Café oder mit Freunden? Da gehe ich ganz unbehagen vor. Also wichtig ist auch keinen Stress machen. Mhm. Einfach ich bleiben. Und die Fragen kommen von selbst. Mhm. Und ich kann mich ja einfach mitteilen, was ich habe, wenn es nötig ist. Oder was das auch bedeutet. Und was ich auch machen kann, ist natürlich von mir erzählen. Das ist eigentlich das, was die Menschen interessiert. Von wo nehme ich die Energie? Warum tue ich mir das überhaupt an? Weil viele denken so, falls jetzt die Medizin ja recht hat und ich lebe noch irgendwie 10 Jahre und jetzt in diesen 10 Jahren muss ich auch noch irgendwie gesamthaft 1 Jahr ins Spital und immer wieder Therapie, Antibiotika, kommt ja auch mal die Frage auf, warum tust du dir das überhaupt an? Und? Und da kann man dann schon, das ist, weil ich an ein Leben nach dem Tod glaube und glaube, ich bin nicht für nichts da, sondern Gott hat einen Plan mit mir. Und an Gott glaube ich auch. Der Glaube hält mich am Leben und ist auch meine Motivation und meine Stütze. Und
ja, ich sehe das Leben hier auf Erden jetzt mal etwas anders betrachtet an. Wenn man ein Seil spannt von hier vielleicht, von Frankfurt, sagen wir jetzt, nach Sydney, das ist ein extrem langes Stück, und jetzt malen wir nur ein Zentimeter von diesem Seil so rot an, sagen, das ist jetzt das Leben hier auf der Erde. Wir kommen von Ewigkeit zu Ewigkeit, dann hat das eine ganz andere Sichtweise, ganz anderen Stellenwert, und so werden die Werte plötzlich anders. Das heißt, Sachen, die einem wichtig erscheinen, sind plötzlich gar nicht mehr so wichtig. Mhm. So wie die Perspektive ändert sich. Ja, genau. Und das finde ich eine schöne Sichtweise. Und trotzdem ist es ja, die Sichtweise hilft, die Perspektive zu verändern, aber den Alltag zu meistern, bleibt ja doch manchmal eine Herausforderung an den Tagen, wo es nicht so gut geht zum Beispiel. Ja, genau. Hast du den Eindruck, dass du manchmal über deine Krankheit definiert wirst? Ja, definitiv. Ja, und es ist auch schwierig. Also jetzt hatte ich wieder gerade so 3 Wochen, wo ich sehr reduziert war, wieder zu Untersuchungen musste und Antibiotika schlucken musste. Und ja, es war so immer wie die Handbremse angezogen, nenne ich das. Und ja, das ist dann schon mühsam, wenn die Energie fehlt. Irgendwie der Kopf möchte gerne und die Pendenzliste ist groß, aber der Körper mag einfach nicht. Und das ist dann schwierig, oder immer wieder eine Lehre mit dem umgehen zu können. Und dort ist es auch schwierig, ein Verständnis aufzubringen von anderen Menschen. Dass ich zum Beispiel irgendwie in einem Meeting fehle. Oder dass ich irgendwie eine Stunde später komme. Ja, das wirkt dann irgendwie, oder es kann auf Menschen manchmal so wirken, wie mir die Sachen nicht so wichtig sind. Mhm. Ja. Wenn zu dir gehört ja sehr viel mehr als deine Krankheit, sage ich jetzt mal. Was macht dich als Mensch aus? Was würdest du sagen? Wer ist der Markus Henny? Optimistisch, der Clown. Clown, sagt die, Entschuldigung. Ja, vielleicht hilfsbereit, aber auch kann durchaus auch sarkastisch sein. Ja, und ja, viel mehr habe ich da nicht. Da müsste man schon jemand anders fragen, der mich kennt. Also ich kann dann ja nicht Werbung für mich machen. Aber du hast als Untertitel in deinem Buch, zu deinem Buch geschrieben, Leben lernen von einem, der jeden Tag als Geschenk begreift. Ja. Was ist das Geschenk? Was siehst du so als Geschenke im Alltag? Das ist, weil ich nicht so durchs Leben springen kann. Und mir ganz viele Sachen aufladen oder machen, die ich machen möchte. Wie zum Beispiel eine Weltreise oder solche Sachen werden schwierig mit all den Medikamenten, den Therapien. Man muss auch schauen, dass man überall den medizinischen Support oder die Versorgung hat. Und ja, wenn man verlangsamt durchs Leben geht, auch viele Zeit im Bett verbringt, vielleicht im Spital liegt und die Decke anschaut und denkt, ja Mann, die muss ja auch schon viel erlebt haben an Horrorgeschichten, an Blutgeschichten, an Leid und Kummer und Tränen, braucht Erfolgsgeschichten, dann sieht man plötzlich im Alltag Sachen, die einem gar nicht so bewusst sind. Man lernt irgendwie den Moment zu schätzen, man lernt die Schöpfung, also die Natur, Blumen, einfach kurze Begegnungen oder so extrem zu schätzen und baut dort auch auf. Und das ist eigentlich den Wert, den Alltag, in dem wir stecken, wo wir oft blind vorbeigehen. Und ich glaube, da kann man sehr viel davon lernen. Wie gestaltest du dann den Alltag ganz bewusst, so als Geschenk in dieser Wahrnehmung, mit dieser Perspektive? Suchst du die Dinge oder nimmst du sie einfach nur wahr im Vorbeigehen? Ich nehme sie wahr. Bin aber auch durch das sehr optimistisch geworden. Ich weiß, dass das Leben endlich ist. Ich weiß, dass mein Körper nicht gesund ist. Und suchen tue ich sie nicht, weil ich eben gelernt habe, sie, die Sachen wahrzunehmen, den Moment zu schätzen, den Atemzug zu genießen. Aber es gibt natürlich auch bei mir Momente, die schwierig sind, wenn wieder ein Rückschlag kommt.
zu ungünstigster Zeit oder so, ja. Meistens passt es ja nicht, oder? Ja, leider passt das eigentlich nie. Nie? Das ist das Problem wahrscheinlich. Das ist das Problem, ja. Mhm. Was machst du dann in dem Moment? Ist so ein Tag auch ein Geschenk? Schwierig, oder? Dann ist es sehr schwierig. Mhm. Seit ich das Spital eigentlich als Hilfe annehmen kann und weiß zu schätzen, dass ich so eine Versorgung, eine medizinische Versorgung auch haben kann, ist es viel einfacher. Aber früher sah ich das mehr so als meine Folterkammer an. Mhm. Und da war es extrem schwierig, immer wieder in den Notfall oder so gehen zu müssen. Und die Notaufnahme, ja, war mehr Horror als heute. Ich liebe es immer noch nicht, natürlich, aber ich kann es mehr als Hilfe akzeptieren. Also die Sichtweise hat sich auch dort verbessert. Was ist dir wichtig, so im Blick zu behalten für dein Leben? Wichtig ist für mich, für andere Menschen wertvoll sein zu können und weniger erfolgreich, weil erfolgreich, ja, dort ist für mich irgendwie die Türe vielleicht etwas verschlossen, da ich ja nicht so viel leisten kann, wie schon gesagt, aber wertvoll kann ich allemal sein für Menschen, egal was ich alles mache. Und ich möchte mich auch nicht über Leistung definieren, sondern ja, mit meinem Dasein, mit dem Menschen, den ich bin. Ja, und wichtig ist für mich, ja, eine sehr schwierige Frage. Ja, ich glaube, das, was ich jetzt gesagt habe, vielleicht. Ja. Wobei Erfolg ja auch eine Definitionssache ist. Ja, also genau. Erfolgreich jetzt im Sinne von einer beruflichen Karriere, das ist ja nur eine Seite eines möglichen Erfolges. Ja, genau. Ich glaube, man kann in allem erfolgreich sein, was man mit Herz macht. Das ist so, ja. Die Sachen mit Herz machen, mit Überzeugung. Mhm. Und ja, dann kommt's gut. Du hast gesagt, du bist gerne draußen. Ja. Du schätzt auch die Natur in den Schweizer Bergen. Ja, hier unterwegs. Genau. Mit deiner Freundin, der Barbara. Wo seid ihr da? Da sind wir auf der kleinen Scheidegg. Das ist im Berner Oberland in der Schweiz. Und das hinter uns ist gerade die Eigen Nordwand. Da ein Kletterparadies für alle Bergsteiger. Mhm. Ja, da waren wir einen Tag dort. Und ja, Barbara ist meine Verlobte. Entschuldigung, wir werden am 28. Juli heiraten. Mhm. Ja, das ist natürlich auch ein sehr großes Geschenk für mich. Mhm. Etwas, das ich nie dachte, dass das wahr werden könnte. Ja, warum nicht? Ja, ich stellte mir auch oft so Fragen, ja, wenn so krank wie ich ja bin. Oder auch war, es gab ja auch schlimmere Zeiten. Vor allem gerade in der Entwicklung, wenn der Körper im Wachstum ist, dann ist es für den Körper noch viel schwieriger und da hatte ich viel mehr Rückschläge. Mhm. Und da dachte ich, ja, ich bin ein Mann, ich habe eine körperliche Behinderung, eigentlich einen Schaden, bin somit auch weniger wert. Stimmt natürlich nicht, aber ja, all diese Fragen, die man sich stellt, oder eine Familie, kann ich mir ja mit einem Teilzeitjob oder mit irgendwie Versicherungsleistungen oder so ja auch nicht leisten. Und ja, warum sollte dann eine Frau mit mir zusammen sein wollen? Das sind alles Fragen, die man sich stellt. Und ja, heute sehe ich, dass es nicht so ist. Also Liebe ist viel stärker als irgendein Handicap. Ja. Und das ist auch wieder eine sehr schöne Erkenntnis, die man vielleicht sogar selber erleben muss. Ich kann das vielen Menschen sagen, aber ich glaube, sie müssen es auch erleben dürfen. Mhm. Aber das ist ja nichts, was man bestellen kann. Dass man kann es erleben, oder? Ja, das ist so. Es ist ein Geschenk. Ja, genau. Ich glaube, man darf nie im Leben die Hoffnung verlieren und muss dem optimistisch entgegenschauen. Du hast erzählt, du bist Christ, du glaubst an Gott. Mhm. Diskutierst du dein Leben auch mit Gott? Ja, auf jeden Fall. Sehr viel, ja. Was besprichst du da so mit ihm? Eigentlich alles. Meine Alltagssituationen, meine Wünsche, an was ich hadere. Mhm.
Ich möchte eigentlich das ganze Leben so mit dem teilen. Und dann steht eigentlich auch in der Bibel, ja, was ich bitte, zum Beispiel, das möchte er mir geben. Oder dass ich meine Sorgen, meine Ängste und auch meine Krankheit eigentlich zu ihm ans Kreuz tragen kann. Und eigentlich so die Last, meine Bürde teilen oder abladen darf. Ja, und das ist ja auch wieder eine extrem große Erleichterung und auch Beruhigung. Und ja, dort finde ich auch sehr große Ruhe und sicherlich auch Zufriedenheit. Aber du hast gesagt, dass es auch Zeiten gab, wo du auch ja, nach dem Warum gefragt hast oder dir gewünscht hättest, du willst nicht krank sein, du willst mit einer anderen Perspektive leben. Warst du da sauer auf Gott? Oder hast du ihm das vorgeworfen? Ja, also sauer nicht, aber ich konnte es nicht verstehen, warum er so unfair ist. Aber wenn wir in die Welt schauen, ist das eigentlich ein großes Geheimnis, etwas, das wir uns nicht erklären können, warum die einen Menschen das haben, die anderen müssen Hunger leiden. Das ist etwas, das wir uns nicht erklären können. Und auch die Warum-Frage, das ist so eine sehr schwere Frage, an der ich mich nicht aufhänge, weil es ist so eine Teufelsspirale. Also die Warum-Frage, man kann sie nicht beantworten. Mhm. Und da, das ist, glaube ich, das Beste, wenn man einfach auf Gott vertraut und sagt, ja, du hast mein Leben im Griff und auch meine Zeit. Und alles, was ich machen kann, dazu beitragen kann, ja, gib du mir die Kraft dafür, dass ich das kann. Und ja, so ist das sehr wichtig. Ich meine, ich habe ja X-Prognosen erhalten. Mhm. Du 2 Wochen sehen wirst, in die Schule kommst du nicht, aus der Schule nicht. Die Lehre wirst du nicht abschließen und mit 20 ist definitiv Schluss. Mhm. Ich meine, heute bin ich 31 und in 60 Jahren komme ich wieder zu dir in eine Sendung. Gerne. Und, ja, also diese Perspektive, die darf schon da sein. Mhm. Ja. Aber es ist ja trotzdem ein Weg, den man zurücklegen muss, Gott zu vertrauen. Ja, egal, definitiv. Egal, in welcher Situation man steckt. Ja. Das fällt ja nicht von heute auf morgen, passiert ja nicht von alleine. Es kann auch nicht immer nur positiv sein. Also ich glaube, da würde man sich etwas vormachen. Aber ich glaube, schlussendlich ist es wichtig, dass man Freunde hat, mit denen man da offen sprechen kann, das Leben teilen darf. Oder im schlimmsten Fall, wie zu meinen schweren Zeiten, halt in eine Gesprächstherapie oder in die Seelsorge geht. Unbedingt. Und sich Hilfe sucht und nicht zu stolz ist, Hilfe auch annehmen zu können. Ist das was du gelernt hast, wo du vielleicht sogar einen Vorteil hast? Weil, wie du sagst, Hilfe annehmen ist ja gar nicht so leicht. Oder sich einzugestehen, ich habe hier eine Grenze. Die ist ja bei jedem anders, aber Grenzen hat jeder. Ja, definitiv. Ich glaube schon, dass ich das lernen musste. Mhm. Aber meine Erfahrungen zeigen, dass es sich definitiv gelohnt hat und dass ich es jedem empfehlen würde, weil was ich daraus ziehen konnte, ist positiv und ist erstrebenswert. Und wenn wir so Profis haben, die einem helfen können, weiterbringen, dann unbedingt von dem auch schöpfen und profitieren. Für das sind wir ja auch füreinander da. Mhm. Das ist aber ein weises Wort. Ja, schon, aber unbedingt. Ja, also ja, kein falscher Stolz. Mhm, ja. Du bist ein sehr kreativer Mensch. Was machst du denn alles so? Ich schreibe und produziere vor allem Theater, kleinere Theater für den Gottesdiensten vom ICF. Das ist eine Freikirche. Oder produziere Musicals. Schreibe Musicals oder spiele viel Theater, auch an Hochzeiten oder Privatanlässen. Mhm. Eigentlich ist meine kreative Seite das Theater oder eben auch das Schreiben. Mhm. Kleinere Texte oder... Oder ein Buch. Oder, ja, das ist jetzt mein größtes Werk, sage ich mal. Ja. Aber man merkt auch, dass es nicht einfach nur, ich sag mal, Lebensgeschichte aufgeschrieben ist, sondern dass das auch sehr viel
Spannung, sehr viel, sag mal, schriftstellerisches Talent dahinter steckt. Ja, vielen Dank. Was hast du noch für Hobbys, außer jetzt in die Berge zu gehen? Ich glaube, das muss jeder Schweizer, oder? Ja. Zumindest, wenn er in der Nähe der Berge wohnt. Ja, genau. Meine Hobbys sind eigentlich gute Gemeinschaft, also Gemeinschaft mit Freunden, mit Menschen zu haben. Aber auch das Velofahren, das ist etwas, was ich sehr gerne mag. Da kann man mit den Gängen... Ich übersetze mal das Fahrradfahren. Ah, Fahrradfahren, ja. Sagt ihr. Ja. Velo ist nicht so gut hier. Das macht nichts. Okay, ja. Ja, Fahrradfahren ist etwas, was ich sehr genieße in der Natur. Und man kann da mit den Gängen sehr fein einschalten, ohne sich forcieren zu müssen und mit den Energien zu kämpfen. Und das ist etwas, das ich sehr genieße. Ja. Gibt es irgendwelche Sachen, die du... Du sagst, du hast nicht so die langfristigen Ziele oder großen Projekte wie eine Weltreise, aber irgendwelche Dinge, wo du sagst, da hätte ich mal Lust dazu, das möchte ich mal ausprobieren oder mal machen. Das sind viele Sachen. Also das denke ich mir, als kreativer Mensch hat man doch immer Ideen, oder? Also ich habe sicher drei größere Theaterstücke im Kopf, die ich mal umsetzen möchte. Oder diesen Sommer das Hochzeit, das für mich ein sehr großer Schritt ist, wo ich mich sehr freue, das planen zu können. Und ja, mein längerfristiges Ziel ist, einen guten Ehemann zu sein. Das Weihnachtsmusical, das auch dieses Jahr wieder kommt, im ICF Bern zu produzieren. Oder mal so eine größere Reise, vielleicht so quer durch die USA zu reisen oder ja, solche Sachen. Ja. Könntest du dein Leben und dein Lebensmotto stellen? So, was ist so die Überschrift über deinem Leben, so knapp zusammengefasst? Also ich weiß, was ich früher immer gesagt habe, ist, versuche mit dem Gegebenen das Bestmögliche rauszuholen oder das Bestmögliche daraus zu machen. Denkst du heute auch so? Ja, immer noch, ja. Dieses Prinzip ist gleich geblieben mit ein paar Taucher, die ich nehmen musste. Was meinst du? Mit dem Suizidversuch oder so, genau. Okay, ganz herzlichen Dank, dass du erzählt hast. Auch Vielen mutig, Dank. Dass du offen erzählt hast aus deinem Leben. Ich finde die Geschichte auch mutmachend, weil sie zeigt, dass Gott ein Leben schenken kann voller Freude, dass wir nach vorne leben können, auch vielleicht trotz schlechter Diagnosen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, liebe Zuschauer, Gottes Segen, alles Gute und bis bald.